Hey, willkommen zu Transcrowds, Woche 12. Diesmal mit dem Thema, wie sich unser Leben verändert hat vor und nach dem Outing und wie das eben nochmal durch Testo beeinflusst wurde. Und vorweg einmal die gleiche Warnung, die Matteo gestern schon gegeben hat. Also ich bin auch ziemlich verkühlt, aber ziemlich im Husten, also könnte sein, dass ich da jetzt gleich zum Losflatschen und Loshusten anfange. Gut, also zum Thema. Natürlich hat sich mein Leben extrem verändert, also da gibt es schon einiges. Ich würde jetzt nicht sagen vor und nach dem Outing, weil ich habe mich schon recht früh geoutet und dann nicht wirklich was gemacht, weil ich irgendwie noch warten wollte. Ich weiß gar nicht wieso, aber ich wollte irgendwie warten, bis ich 18 bin und Schule und sowas hinter mir habe. Und habe das natürlich irgendwann nicht mehr ausgehalten und dann halt angefangen, mich eben äußerlich zu verändern und voll und ganz dazu zu stehen. Also würde ich sagen, ich beziehe es eher auf den Zeitpunkt. Und ja, also da hat sich viel getan. Ich muss sagen, was mein Gefühl ist, ist, dass ich mir einfach vor dieser ganzen Veränderung, dass ich mir da selbst eine Rolle aufgedrückt habe, die eigentlich gar nicht zu mir gepasst hat. Weil irgendwie, ich glaube, das ist einfach dadurch, dass ich mich so selber als Versager gefühlt habe. Also ich habe irgendwie gedacht, ich versage dadurch, dass ich einfach nicht das mache, was ich machen sollte. Und habe dann versucht, mir irgendwelche anderen Rollen eben aufzudrücken, um irgendjemand zu sein. Und ich rede jetzt vor allem von der Schule, eben, weil sich in meinem Alter das Leben hauptsächlich in der Schule abspielt. Und da war es einfach so, dass ich irgendwie so ein relativ steifer Typ war. So relativ unnahbar. Also ich war jetzt nicht unbedingt kontaktfreudig oder so. Ich bin meistens irgendwo hinten in der Ecke gesessen und habe gezeichnet, und wenn mich irgendjemand genervt hat, dann habe ich ihm auf die Fresse gehauen. Also ich wollte eigentlich so, ich war so ein richtiges Arschloch eigentlich, ich wollte so gar keinen Kontakt haben und habe eigentlich immer alle nur verarscht, und ich war wirklich echt ein Arschloch, einfach, ja, weil ich sehr für mich sein wollte und dieses ganze Versagen halt dadurch kompensiert, dass ich mich unheimlich auf die Schule versteift habe. Also ich habe wirklich nur Schule im Kopf gehabt und habe wirklich alles versucht, um irgendwie Klassenbester zu werden, was ich aus heutiger Sicht sagen muss, wirklich völlig unsinnig war, weil ich, keine Ahnung, ich brauchte einfach irgendwas, worauf ich mich konzentrieren kann, damit ich nicht so viel über mich selber nachdenken muss. Und ich habe dann wirklich, ich glaube, die ganze Unterstufe versucht, alles einzeln im Zeugnis zu haben, was wirklich krank ist, weil ich meine, zum Beispiel 4. Klasse hatte ich dann, ich glaube, überall 1 und in Mathe einen 2er, und dann wollte ich noch eine Prüfung machen von 2 auf 1. Also ich habe dann wirklich für sowas zwischen 1 und 2 eine Prüfung gemacht, weil ich unbedingt alles 1er haben wollte, weil ich mit einem 2er im Zeugnis nicht zufrieden sein konnte. Also ich war so ein richtig kalter, mieser, unnahbarer Typ. Aus irgendeinem Grund hatte ich doch einige Freunde, ich weiß nicht genau, wie die es mit mir ausgehalten haben damals. Also dürfte ich wohl doch noch irgendwo so einen Kern gehabt haben, so wie ich eben heute bin, dass sie mich weggelaufen sind. Und das hat sich eben extrem verändert, weil ich einfach, seit ich zu dem stehen kann, dass ich ein Mann bin, einfach zu dem stehen kann, wer ich wirklich bin. Und ich bin eigentlich ein total lockerer Typ, eigentlich ein total lustiger Typ, ein künstlerischer Typ, ein kontaktfreudiger Typ. Und das kann ich irgendwie jetzt erst alles so richtig ausleben. Und ja, und das zählt auch so richtig zu meinem Leben. Also das ist einfach ein Riesenteil von mir, dass ich einfach so für mich ein Künstler bin, was ich früher nie so richtig sein konnte. Also ich zum Beispiel bin ich früher auch immer in so ganz hochgeschlossenen Klamotten und möglichst plain und möglichst nicht auffallen und sowas. Also ich wollte niemals auffallen von meinem Aussehen her früher, und jetzt ist genau das Gegenteil, jetzt will ich eben auffallen und habe jetzt eben so meinen eigenen Stil entdeckt und trage eben auch auffällige Klamotten, was man jetzt nicht so glauben kann, weil ich glaube, ich fast immer, wenn ich ein Video mache, mit einem schwarzen T-Shirt da sitze. Aber keine Ahnung, eben, dass ich mir jetzt traue, eben auch ein Piercing stechen zu lassen, was ich früher nie wollte, eben, weil es auffällig ist. Oder dass ich mir Tattoos stechen lasse oder sowas, dass ich einfach so aus mir so eine Art Gesamtkunstwerk mache, einfach weil ich jetzt zu meinem Körper auch stehen kann, weil ich zu mir selbst stehen kann, weil ich den Körper anfange zu mögen und weil ich einfach in den Spiegel schauen kann und mich attraktiv finden kann. Und ich schaue letzte Zeit sehr oft in den Spiegel, also irgendwie das, eben vor allem auch durch Testo, die ganzen Veränderungen und so, das taugt mir halt jetzt nicht, und ich glaube, das kann ich auch ganz gut so nach außen bringen. Also ich sag mal, vorher hat sich für mich wirklich keine Frau interessiert zum Beispiel, also da habe ich keine Chance gehabt irgendwie, und seit ich mich
jetzt eben verändert habe und ich dazu stehen kann, dass ich ein Kerl bin und das rüberbringen kann, dass ich mich auch selber attraktiv, dass ich mich selber wohlfühle. Seitdem ist das mit den Frauen eigentlich auch gar kein Problem mehr. Also ich hätte jetzt, glaube ich, keine Probleme, irgendwie eine Freundin zu finden oder so. Und das hat sich halt schon irrsinnig verändert, weil ich eben auch weggehen kann und nicht zu Hause sitzen muss den ganzen Tag und Trübsal blasen muss, sondern weil ich einfach weggehen kann und locker sein kann und ich sein kann und Kontakte knüpfen kann. Und dass ich auch irgendwie nicht so ein Geheimnis aus dem machen muss, der ich bin. Also, weil früher war es dann immer so, keine Ahnung, da kann man dann wirklich auch manchmal die fragen, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin. Das habe ich früher dann auch recht oft gehört und sowas. Da habe ich dann immer so kleinlaut beigegeben, ja, ich bin ein Mädchen und so. Oder auch ein Mädchen, was sonst, weil ich eben nicht zugeben wollte, was ich wirklich bin. Und heute ist eigentlich genau das Gegenteil. Heute, wenn mich jemand fragt, dann sage ich halt, ja, ich bin ein Kerl. Ganz normal, ich bin ein Typ. Aber wenn irgendjemand genauer nachfragt, dann sage ich ihm auch, dass ich trans bin oder so. Also ich kann da auch völlig dazu stehen. Und ja, ich denke mir, es kommt auch ganz gut an, einfach weil ich sein kann. Und mein Selbstsein kommt eigentlich immer am besten an, denke ich mir. Und das hat mein Leben eben schon total verändert, weil ich nicht mehr auf irgendwas so versteift bin, um mich ja nicht als Versager fühlen zu müssen, sondern weil ich mich eigentlich ja ziemlich als Gewinner fühle, weil ich eigentlich ziemlich viel erreicht habe, weil ich mein Leben selbst in die Hand genommen habe. Und ich denke mir, das ist was sehr Wichtiges, was man im Leben machen muss, dass man sein Leben selber in die Hand nimmt und nicht einfach alles so auf sich zukommen lässt. Und das macht mich schon irrsinnig stolz und macht mich auch stolz auf das, was ich bin, also dass ich einfach ein Mann bin, dass ich das erst erarbeiten musste. Das macht mich eben unheimlich stolz und ich glaube, das transportiere ich unheimlich gut nach außen. Und ja, also ich würde sagen, in die Richtung hat sich mein Leben auf jeden Fall verändert. Eben auch, was ich in dem vorigen Video schon gesagt habe über Testo, dass es eben auch mein Selbstvertrauen steigert und alles. Und ich will einfach sagen, ich bin einfach auch eine Persönlichkeit geworden. Aus irgendeinem grauen, grauslichen Haufen ist eine Persönlichkeit geworden, ein Mann. Und ja, ich bin stolz auf mich. Also, das hat sich auf jeden Fall verändert, dass ich endlich mal auf mich selber stolz sein kann und sagen kann, ich habe mich selber irrsinnig lieb. Und ja, gut, also das war jetzt mein Erguss zu dem Thema. Und gut, ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Und ciao, Leute.